Da bin ich wieder und jetzt bedeutet es, vielleicht ist es schon die letzte Folge. Ich vermute mal, wegen, ich weiß ja ungefähr, wie weit das sein muss und so. Und vielleicht werde ich einfach zum Beispiel zwei Folgen in eins reinpacken und dann, das wird vielleicht die letzte Folge, diese hier. Ich weiß es nicht. Vielleicht auch erst die nächste Folge. Man wird es sehen. Deshalb, falls ich hier cutten müssen sollte, also nach 20 Minuten, könnte es eben einen Cut geben. Aber ich werde mich nicht verabschieden. Wegen, ich weiß nicht, ob ich zusammen sein muss, wegen, ich werde ja erst danach weiterspielen. Also, auf jeden Fall, jetzt beginnt erstmal sofort, wenn ich aufs Spiel fortsetzen klicke, ein sehr actionreicher Teil, falls ihr den letzten Teil gesehen habt, die letzte Folge. Und go. So, gib mir erstmal deine TMP. Scheiße. Ich muss nur da hinten zum Aufzug. Oh, cool. Ja, hier bin ich ja noch nie lang gegangen. So rum. Verdammt! Sorry, falls ich nichts gesagt habe, aber ich war gerade konzentriert wegen. Bei der Stelle bin ich auch ewig hängen geblieben früher. Und dann habe ich sogar alle extra umgenietet, damit ich in den Aufzug gekommen bin. Ja, der Aufzugton interessiert mich nicht, Alter. Und ich habe nichts mehr zu trinken. Mist. Darunter auch die Büros von Bürgermeister Callahan. Die Scherbe bietet einige der spektakulärsten Ausblicke. Japanisches Schriftzeichen. Open only in case of emergency. Emergency hat. Miau, 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 miau. Ich drehe mich. Und es wackelt. Hören Sie mich? Ja. Ich bin im Überwachungsraum. Ich habe Sie auf dem Monitor. Sie müssen aus dem Aufzug raus. Sie kommen. Ich habe Sie gehört. Sie sind im Aufzugsschacht. Also, irgendwo da drin müsste es einen Zugang zum Belüftungssystem geben. Es führt Sie nach draußen. Auf der anderen Seite des Gebäudes müssten Sie einen Weg zurück. Halt die Klappe. Es kotzt mich an. Als würden sie mich nur trollen wollen. Trollen wollen. Miau. Okay. Okay. Ich weiß. Nicht so ganz, ne? Was stehst du da? Wow, wow. Nein, 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 du machst da kein. Weg, 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 weg. Oh, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Erst runter und dann wieder hoch. Umständlich. Von Xbox Live getrennt. Ich glaube, meine Internetverbindung ist weg. Ich sehe gar nichts. Ah, jetzt sehe ich wieder was.
Das kenne ich noch. Wie ging das jetzt nochmal? Als erstes da hoch. Dann hier fuck off. Dann hier fuck off, ne? Hier sind die Rechte so dunkel. Was hat denn das schon wieder? Ich hab keine Ahnung. Oh Gott. Will ich auch gar nicht sagen, ne? Weil ich auch gerade nicht so weiß, worüber ich reden sollte. Ja, und sowas bricht dann nicht zusammen, oder was? Ist denn, aus was ist denn das gemacht? Stahldraht oder was? Oh, das könnte wirklich sein, dass das die das der Folge ist. Ich weiß, dass hier ein paar Sniper aufgestellt sind, zum Beispiel. Wie ich gesagt habe. Diese Sniper sind nicht gerade nett. Sollte einem ja klar sein. Au. Fickt euch. Ja, also, ich habe Zeit. Also, wenn ich da jetzt rausgehen würde, ich wäre voll im Kreuzfeuer. Aber ich muss ja rausgehen, also. Geronimo! Ey, ich hab mich geduckt. Also, roll dich gefälligst mal ab. Wenn man es dir sagt. Oh, ich sehe da gerade was. Hier. Von wegen, wegen. Sie schicken Verstärkung. Von wo? Wahrscheinlich von hinten. Und ich bin zu selten, mich umzudrehen. Halt Maul, ich sterbe. Halt Maul. Kapis. Die schießen mich einfach mal aus der Luft ab, ne? Hab recht. Erstmal in die Fresse treten. Sie schicken Verstärkung. Ah, da. Keine Sniper heißt keine Probleme. Ja, Warnung, Hochspannung. Was du nicht sagst. Nein! Oh, so verdammt. Okay. Hup.
Oh, jetzt muss ich durch den ganzen Serverraum da, das weiß ich jetzt noch. Das ist irgendwie so ein großer, glanzweißer Raum. Ja, und ich hab gesagt, glanzweiß, nicht ganz weiß. Fahren Sie mit ihm zum Serverraum. Von da müssten Sie in die oberen Stockwerke und zu Kate kommen. Vor allem, wie es hier immer nur einen Knopf gibt, ne? Wo man automatisch in das Stockwerk gefahren wird, wo man möchte. Dann muss ich durch den komischen Serverraum, Computerraum da. Verdammt, die Sicherheitstüren zum Dach sind zu. Zerstören Sie die Server. Der Strom wird lange genug weg sein, damit ja, Sie da. Die Tür zerstören Sie die Server. Da. Die Überwachung der gesamten Stadt liegt vor Ihnen, Faith. Verdammt, es klingt, als hätten Sie Kate aufs Dach gebracht. Ein Helikopter ist im Anflug. Sie müssen sich beeilen. Was zum... Hi Leute, wie geht's so? Miller! Du bist auch. Vor allem, wie sie dann immer aufhören zu schießen, sobald man halt entwaffnet. Oh, so haben wir nicht gewettet, mein Freund. Nix da. Da, das sind die Server. Die großen Kästchen da. Und ich weiß jetzt gerade nicht, wo dieser letzte Gegner war, der mich ab. Der war der Stadt. Vor allem, ich weiß ja nicht, wie ich das denn soll. Ich habe ja keine Explosivsachen. Das ist schon so lange her. Warte. Nee. Ich weiß schon. Irgendwie. Also. Wie ging das? Wie ging das jetzt nochmal? Könnte auch gut sein. Dass ich hier einfach nur irgendwo einen Knopf drücken muss. Oder auch nicht. Warte mal. Nein, im Schwarzen muss ich nicht noch schießen. Gibt hier irgendwo noch eine Waffe? Ah. Ich glaube nämlich immer noch. Alle Server gewesen sein. Da habe ich einen zerstört, da habe ich einen zerstört, da habe ich einen zerstört und da habe ich einen zerstört. Wieso ist das? Überall muss ich nur einen speziellen zerstören. Ja. Jetzt kommt der End-Dingsbumsen. Dingsbooms.
Der letzte Booms. Da oben. Da ist der Wichser mit meiner Schwester. Hallo, Faith. Jackknife, aber wie konnte es... Genau diese Einstellung. Genau deshalb konnte ich es. Wessen Handlanger bist du? Sagen wir einfach, ich weiß, wer die großen Fischer sind. Callahan. Warum wir? Klassische Kriegsführung. Die Kommunikation unterbrechen, die Boten ausschalten. Ohne Pope und ohne die Runner werden eure Kunden, diejenigen, die die alte Stadt einfach nicht aufgeben wollen, abgeschnitten. Verwundbar. Dann kann sich diese Stadt befreien vom übrigen Dreck. Also ist das nur der Anfang. Ich betrachte es lieber als ein Ende. Doch, du hast wirklich gute Arbeit geleistet, hast all die offenen Fragen beantwortet über Popes Ableben. Deshalb bist du noch am Leben. Du kannst nicht dein ganzes Leben am Rand verbringen. Früher oder später musst du springen, Faith. Genau. Das werde ich jetzt auch machen. Haha. Gay. Neo, Neo, Neo. Und das war die Story von Mirror's Edge. Wie ich finde, eine wunderbare Story. Ist sogar irgendwie ein bisschen was ein bisschen ans Herz geht. Jetzt so. Zum Beispiel mit der Musik jetzt. Ich persönlich finde ja wirklich so eine Story, die muss mal ab und zu sein, wo wirklich man nach einer bestimmten Sache sucht. Nicht zum Beispiel man, wie bei manchen Rollenspielen, man will einfach ein Reisender sein und vor allem kriegt man einfach ein paar Quests und vor allem findet man raus, man ist der König von einem Land oder sowas. Sondern man ist von Anfang an schon dabei, eine große Sache zum Beispiel aufzuklären. Und natürlich, ich liebe die Songs von Mirror's Edge. Alle Titelmusikteile, wie zum Beispiel dieser hier. Ich liebe sie alle. Und ganz im Ernst, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht, dieses Play zu machen. Somit auch das erste Let's Play, was ich zu Ende geführt habe. Als nächstes werde ich dann wahrscheinlich erstmal Modern Warfare 2 zu Ende führen. Ich habe ja momentan noch Ghosts am Laufen und schon mal ein Commentary oder sowas. Aber jetzt werde ich erstmal euch diese schöne Musik genießen lassen. Bis es vorbei ist und dann melde ich mich nochmal. Also bis gleich.
Anschlag auf die Scherbe hat 9 Opfer und viele Verletzte gefordert. Ein Mitglied von Callahans Team sagte, dass ein Sicherheitsverstoß zu Stromausfällen in mehreren Systemen geführt hat, die dem Schutz der Öffentlichkeit dienen. Dies führte zu Chaos in der Scherbe und der ganzen übrigen Stadt. Die Verdächtigen sind die des Mordes angeklagte ehemalige CPF-Beamtin Kate Connors und ihre Schwester Faith Connors. Obwohl das ganze Ausmaß und der Grund für die Stromausfälle noch unklar sind, hat dieser Vorfall viele beunruhigende Fragen aufgeworfen. Welche Rolle spielen beispielsweise die sogenannten Runner bei der Destabilisierung des städtischen Betriebs? Als Reaktion auf den Vorfall wird das Sicherheitsunternehmen Pirandello Kruger die CPF bei der Bewachung der Stadt unterstützen. PK und das Büro des Bürgermeisters empfehlen den Bürgern außerdem, die Kommunikation über Handy und E-Mail aufgrund von Sicherheitslücken so lange einzuschränken, bis zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen greifen. Der Aufenthaltsort der beiden Verdächtigen ist derzeit unbekannt. Jo, also das war jetzt auch, waren jetzt auch die Credits. Also jetzt zum Schluss, ein kleines Fazit und alles. Mir persönlich, ich mag so welche Spiele einfach. Von der Story, von Gameplay her, jeder Charakter war gut erzählt. Insgesamt einfach ein tolles Spiel. Und es gibt auch nicht wirklich viele Jump'n'Run-Games, die in 3D sind, so wie Mirror's Edge, wo auch noch gut gemacht sind. Also ganz im Ernst, ich hoffe, es wird ein zweiter Teil rauskommen oder so etwas. Den, falls es so sein sollte, falls irgendwann ein zweiter Teil von Mirror's Edge rauskommen sollte. Ich verspreche es, ich werde es Let's Playen. Ich werde es Let's Playen auf jeden Fall. Und auf jeden Fall viel wegen dem nächsten Projekt.
Ich werde jetzt erstmal MW2 zu Ende machen. Aber wenn ich MW2 zu Ende habe, ich weiß nicht, dann gäbe es zum Beispiel das Spiel Metal Gear Rising Revenge, was ich im Schrank stehen hätte. Wäre eine Möglichkeit, oder zum Beispiel Assassin's Creed, wegen, ich habe ja sowieso mit dem Flo ausgemacht, dass wir die Assassin's Creed Reihe machen. Wer was macht, wissen wir noch nicht. Halt, wer welchen Teil macht. Dann vielleicht, ich weiß es nicht. Ich tue jetzt einfach mal eine Behauptung in den Raum stellen. Ich glaube, der Flo tut auch noch Mass Effect machen. Ich könnte aber auch Remember Me machen. Aber auf jeden Fall, bevor der Part jetzt noch 3 Stunden lang geht und alle Sachen aufzählt, die ich entblähen könnte. Ich hoffe, euch hat das Projekt gefallen, genauso wie mir es zu Let's Playen. Und schaut doch mal auf dem Kanal vorbei, ne? Steht ja unterm Video, der Kanal. Bewertet das Video positiv oder negativ, wie ihr es fandet. Tut Kommentare schreiben, falls ihr etwas anzumerken habt oder ähnliches. Oder abonniert, falls ihr unser Gelaber weiterhin unterhaltsam, besser gesagt, aufmerksam zuhören möchtet, während wir coole Spiele spielen. Also, ich hoffe, man sieht sich, besser gesagt, man hört sich und haut raus. Haut rein.